Lege dich auf den Rücken. Die Beine etwas weiter als hüftbreit auseinander, Füße fallen locker nach außen. Deine Augen und dein Mund sind geschlossen. Atme durch die Nase tief in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich deine Lunge und deine vorderen Rippen während jeder Einatmung nach außen und oben öffnen. Mit jeder Ausatmung senkt sich dein Brustkorb wieder. Dein Körper ist völlig entspannt. Augen, Kiefer, Hände, Schultern, Arme und Beine ganz entspannt. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung. Spüre, wie sich mit jeder Einatmung deine Bauchdecke hebt und mit jeder Ausatmung wieder senkt. Atme nun langsam und tief durch beide Nasenlöcher in deinen Bauch ein, fülle deine Lunge vollständig und atme dann ganz langsam und bewusst durch beide Nasenlöcher wieder aus. Versuche deine Lunge ganz zu leeren. Atme nun tief durch beide Nasenlöcher ein, während du dabei deine Kehle etwas verengst und einen leichten Schnarchton erzeugst. Das gleiche machst du bei der Ausatmung. Steuere den Atem durch deine Kehle. Versuche ganz langsam und bewusst zu atmen. Am Anfang scheint dies noch etwas ungewohnt und ein leichtes Kratzen in der Kehle zu verursachen. Mit zunehmender Praxis wird es dir immer leichter gelingen und du wirst schnell die zusätzliche Kraft der Ujjayi-Atmung zu schätzen wissen. Diese Atemübung beruhigt den Geist, steigert die Konzentration und erhöht die Vitalkapazität. Es entsteht eine ruhige, gleichmäßige Kraft in dir. Die Ujjayi-Atmung kann auch jederzeit während der Asanas angewandt werden, um die Praxis noch etwas intensiver zu gestalten. Lasse nun deinen Atem wieder ganz von alleine fließen. Halte die Augen noch einen Moment geschlossen und spüre nach.